Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ich begrüße Sie zu unserem Webinar zur CMS-Migration. Dieses Thema wird viele Finanzinstitute, welche Realkredite vergeben und in nächster Zeit einen Wechsel auf S4-Plan relevant werden. Der Wechsel der Sicherheitsmigration ist seitens SAP zwingend vor der eigentlichen S4-Migration durchzuführen. Mein Name ist Thorsten Au, ich bin Geschäftsführer der Compericus GmbH und bei der Compericus für die Implementierung und für die kundenspezifischen Entwicklungen verantwortlich. Ich werde Sie heute zusammen mit meinem Kollegen Thomas Hofer durch das Webinar leiten. Wie sind wir nun auf die Idee gekommen, ein Migrationstool zu erstellen? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben schon vor einiger Zeit Voruntersuchungen zum S4-Umstieg bei unseren Kunden begleitet. Auf diesen Voruntersuchungen kam regelmäßig die Frage, wie komme ich nun von der CML-Sicherheitsmigration auf die CMS-Sicherheitsverwaltung? In diesem Zusammenhang haben wir dann die Machbarkeit einer standardisierten Migration überlegt und ein Migrationstool entwickelt. Dieses Tool möchten wir Ihnen heute gerne vorstellen. Die Vorstellung unserer Lösung wird mein Kollege Thomas Hofer übernehmen. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchte ich Ihnen kurz die Agenda zu unserem heutigen Webinar näher bringen. Wir sind sehr erfreut, dass wir auch heute wieder neue Teilnehmer in unserer Webinare begrüßen dürfen. Daher werde ich eingangs die Compericus mit ein paar Worten vorstellen. Ich erlaube mir im ersten Agendapunkt noch ein paar Informationen zu Compericus zu geben, bevor wir dann mit dem eigentlichen Thema CMS-Migration starten. Im zweiten Agendapunkt werden wir auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Sicherheitsmigration eingehen, um dann mit dritten Agendapunkt unsere Lösung live in einem unserer Systeme vorzustellen. Im vierten Agendapunkt werden wir noch Zeit und Raum für Fragen und Antworten haben. Diese können Sie auch gerne bereits während unserer Präsentation im Chat stellen. Beantworten werden wir diese dann am Ende des Webinars. Gerne sind Sie auch eingeladen, uns nach dem Webinar zu kontaktieren und uns Ihre Fragen persönlich zu stellen. Die Compericus wurde 2009 mit einem Team von erfahrenen Beratern und Softwareentwicklern gegründet. Wir haben einen Fokus auf Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Treasury, Asset und Risk Management. Wir sind mit Standorten in Düsseldorf und Boston vertreten. Von diesen beiden Standorten aus bedienen wir Projekte und Kunden rund um den Globus. Die Compericus ist bevorzugter Financial Asset Management Partner der SAP und unter anderem Content Provider für das italienische und amerikanische versicherungsaufsichtsrechtliche Meldewesen. Daneben unterstützen wir die SAP bzw. Pioneer auch direkt für das deutsche BaFin-Meldewesen und bieten in diesem Zusammenhang auch nützliche und hilfreiche Tools bzw. Unterstützung bei der Implementierung der SAP-Software an. Compericus hat seinen Fokus auf das Thema Kapitalanlagenmanagement gelegt und somit auf die Module CML, CRM, Cash Management und die Analysen. Wir können mittlerweile auf eine über 25-jährige Historie verweisen, da einige unserer Kolleginnen und Kollegen bereits bei der damaligen Entwicklung mitgewirkt haben. Wir sagen daher zu Recht, dass wir die SAP-Lösung für die eben genannten Module seit der ersten Zeile gut kennen. Wir sind somit auch mit den Themen rund um die Sicherheitsverwaltung vertraut. Bei jeder Implementierung kommt man auch an dem Thema der kundenspezifischen Anforderungen vorbei, die über den SAP-Standard hinausgehen. Auch hier können wir auf eine lange Historie zurückblicken und bieten bei Bedarf umfangreiche kundenspezifische Erweiterungen an, natürlich immer, wenn möglich, modifikationsfrei und aufwärtskompatibel. Auf dieser Seite möchte ich auf ein paar Serviceangebote der Compericus eingehen. Auch wenn das Thema DSGVO kein neues ist, so stellen wir doch immer noch fest, dass nicht alle SAP-Anwender sich abschließend mit dieser Lösung vollends vertraut gemacht haben und hier immer noch Beratungsbedarf besteht. Wir haben diese Lösung bei einem Pilotkunden der SAP 2017 erstmalig umgesetzt, blicken also auch bei diesem Thema auf eine lange Erfahrung zurück. Zum Thema FinStopDesk bzw. Readiness Check hatten wir erst vor kurzem einen Webinar. Erste Kunden, die in die Meldekategorie M1 oder M2 fallen, müssen bereits für das erste Quartal 2023 eine Meldung abgeben. Wenn Sie hierzu weitergehende Informationen benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.
Das Thema CMS-Implementierung bzw. Migration werden wir heute besprechen. Das Thema beschäftigt im Moment viele Anwender bzw. viele unserer Kunden. Auch wenn CMS keine neue SAP-Anwendung ist, sind doch einige Punkte bei der Migration zu beachten bzw. im Vorfeld zu erledigen. Näheres aber gleich im Webinar. Das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG-Reporting nimmt seit dem letzten Jahr sehr viel Fahrt auf und wird uns sicherlich die nächsten Jahre noch verstärkt beschäftigen. Compericus hat sich in dieses Thema intensiv eingearbeitet und bietet verschiedene Unterstützungs- und Beratungsleistungen auch in Abhängigkeit der Form der Kapitalanlage an. Auch hierzu werden wir in Kürze ein Webinar abhalten. Zuletzt möchten wir auf unsere Unterstützung bei der S/4HANA-Migration bzw. bei der Vorbereitung zur Migration hinweisen. Auch wenn im Bereich der Kapitalanlagenverwaltung die vorbereitenden Schritte übersichtlich sind, ausgenommen einmal die Sicherheitsmigration, so sind doch ein paar Besonderheiten zu beachten. Compericus bietet über den Standard hinaus Lösungen für CML und CRM-Anwender an. In den letzten Jahren haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Referenzzinsen beschäftigt und zahlreiche Umsetzungen durchgeführt. Wir bieten darüber hinaus auch eine eigene Lösung für das Release ERP 7 an, da die SAP-Standardlösung einen Softwarestand von ERP 8 voraussetzt. Viele unserer Kunden suchen Investitionsmöglichkeiten außerhalb der standardisierten Assets. Die Verwaltung dieser Assets stoßt im SAP-Standard schnell an ihre Grenzen. Compericus hat in diesem Zusammenhang ein Alternative Asset Cockpit entwickelt, um die umfangreichen und komplexen Stammdaten, aber auch zum Teil abweichenden finanzmathematischen Anforderungen abdecken zu können. Ebenfalls bietet die Compericus ein sehr mächtiges Schnittstellen-Tool an, unseren Financial Adapter, mit dem Sie komplexe Schnittstellen in das CML oder CRM für Stamm-, Bewegungs- und Marktdaten realisieren können. Als letztes möchte ich unser Process Cockpit erwähnen. Dieses unterstützt Sie insbesondere bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen und versetzt Sie in der Lage, jederzeit den Überblick über die Prozesse zu behalten. Dieses Tool startet und überwacht die Prozesse selbstständig und informiert Sie über den Bearbeitungsstand bzw. informiert Sie darüber, welche Prozesse eine Nachbearbeitung benötigen. Das Process Cockpit ist nicht nur für die Kapitalanlagenmodule einsetzbar, sondern ist modul- als auch systemübergreifend einsetzbar, zum Beispiel um getrennte Systeme gesamtheitlich zu überwachen. Kommen wir nur zum zweiten Agendapunkt. Wie bereits erwähnt, möchten wir in diesem Agendapunkt auf einige Punkte eingehen, die uns während der bisherigen Sicherheitsmigration aufgefallen sind. Hier wäre zum einen zu erwähnen, dass das Customizing für CMS häufig nicht im eigentlichen Customizing-Mandanten vorzufinden ist, sondern nur im Auslieferungsmandanten. Kann man natürlich sagen, okay, dann holen wir das Customizing mit einem Mandantenabgleich in den produktiven Mandanten. Das ist grundsätzlich richtig, allerdings gibt es im CMS häufig verschachteltes Customizing und so übersieht man schnell einmal die letzte Stufe und muss dann im Nachgang auf Fehlerlücke gehen. Hier ist also im Vorgang oder im Vorwege ein wenig Zeit einzuplanen. Die Grundbuchdaten müssen eindeutig sein. Dies bedeutet im Detail, während Sie im CML die Grundbuchdaten sehr schnell als Dublette anlegen konnten, ohne dass dies zu einem Problem geführt hat, zum Beispiel wenn Sie ein Finanzprojekt angelegt haben oder eine Nachfinanzierung durchgeführt haben, so können Sie im CMS jeden Grundbucheintrag immer nur einmal anlegen, was im Grunde ja auch korrekt ist. Dies kann aber in der Migration zu Problemen führen und sollte somit vorab bereinigt werden. Es gibt Felder, die eine abweichende Feldlänge haben, zum Beispiel die laufende Nummer im Bestandsverzeichnis. Diese ist im CMS kürzer und muss daher vorab sinnvoll eingekürzt werden. Es gibt auch Feldinformationen, die trotz des größeren Datenhaushaltes des CMS im CMS nicht vorliegen, zum Beispiel die Miteigentumsanteile. Hier ist ein Projekt zu entscheiden, wie hiermit umgegangen werden soll. Wie so häufig im Leben haben Sie auch hier mehr als eine Möglichkeit. Wie eben schon erwähnt, hat das CMS einen größeren Datenhaushalt. Daher besteht die Möglichkeit, ein Feld entweder zweckzuentfremden oder alternativ im BDT-Customizing eigene Felder zu definieren.
Ein weiterer Punkt, der uns aufgefallen ist, betrifft die Sicherheit in Vereinbarung, also zum Beispiel die Grundschuld. Diese noch nicht vorhanden bzw. im CMS angelegt, besteht keine Möglichkeit, aus dem CML-Vertrag in das Objekt abzuspringen. CMS hat drei Säulen, das eigentliche Objekt, die Sicherheit in Vereinbarung und den Geschäftswert, also den Darlehensvertrag. Die Sicherheit in Vereinbarung stellt somit die Verbindung zwischen den beiden Entitäten, Beleihungsobjekt und Geschäftswert her. Damit ein Anspruch aus dem Vertrag möglich ist, haben wir bei der Migration Dummy-Sicherheitenvereinbarungen angelegt. Diese sind dann im Nachgang im Leben zu füllen. Dieses Vorgehen hat allerdings auch einen Nachteil. Anders als im CML kann der Anwender nicht einfach zwischen Buch- und Briefgrundschuld wechseln, sondern muss gegebenenfalls eine Sicherheitenvereinbarung neu anlegen. CMS gibt es zwar mittlerweile auch seit über 20 Jahren, bislang wurde CMS aber hauptsächlich bei Banken eingesetzt. Versicherungen haben ja einen etwas anderen Anspruch und haben im ersten Moment schon Probleme, beziehungsweise etwas anders ausgedrückt, für Versicherungsunternehmen ist CMS nicht hundertprozentig ausgereift. Sei es bezüglich des Datenhaushaltes, der reduziert werden sollte, oder bezüglich der Anbindung, zum Beispiel an das Basel-Reporting. Letzteres ist aber mittlerweile gelöst. Hier wollen wir auch nicht weiter darauf eingehen, da wir heute über die Migration und nicht speziell über die CMS-Implementierung sprechen wollen. Der letzte Punkt zielt in die Richtung des eben erwähnten Punktes. Da der Datenhaushalt von CMS im Vergleich zur CML-Sicherheitsverwaltung wesentlich größer ist, wird der Anwender erst einmal erschlagen sein. Hier hilft es, sich auf die Sicherheit zu fokussieren, die im Tagesbetrieb am häufigsten vorkommt, und sich dann voranzutasten. Im letzten Schritt kann dann das Aufbauen der nicht benötigten Felder angegangen werden. Hier ist dann ein Experte für das BDT-Customizing gefragt. Bevor ich nur an meinen Kollegen Thomas Hofer übergebe, möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass wir Ihnen die Slides zu diesem Webinar gerne im Nachgang zur Verfügung stellen. Sie müssen also keine Screenshots erstellen, sondern können sich ganz auf die Ausführung meines Kollegen widmen. Ebenfalls wird dieses Webinar aufgezeichnet. Wir senden Ihnen im Nachgang einen Link, damit Sie bei Bedarf die Möglichkeit haben, sich dieses nochmal anzusehen oder es bei Ihnen im Hause zu verteilen. Thomas, ja, damit übergebe ich dir den Präsentationsmodus. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich switche gerade mal auf meinen Bildschirm. So. Ja, auch ein Hallo von mir aus an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Damit stelle ich mich auch kurz persönlich bei Ihnen vor. Ich bin Thomas Hofer, Entwicklungsarchitekt bei der Compiricus GmbH und seit knapp 20 Jahren in der ABAP-Entwicklung als auch in der Projektwelt bei Kunden, zum Teil auch schon bei Ihnen vor Ort tätig gewesen. Und nun werde ich Ihnen halt die wesentlichen Inhalte des Migrationstools für die CML-Sicherheiten nach CMS vorstellen. Thomas, du teilst aber noch nicht. Ist noch nicht geteilt? Nein. Okay, danke. Freigeben drücken ist nicht schlecht, genau. Ja, sieht besser aus. Ja. Bin ja auch nur ein Anwender. So, okay. Also dann, jetzt sollten Sie, denke ich mal, auch die Folien sehen, beziehungsweise den Agenda-Punkt. Damit würde ich jetzt sozusagen in die Vorstellung des Migrationstools einsteigen wollen. Und im Anschluss erfolgt dann die Beantwortung einzelner Fragen. So, geht das, genau. Ja, wie bereits erwähnt, hat die Compiricus GmbH ein eigenes Migrationstool zur Übernahme von Sicherheiten aus CML nach CMS entwickelt. Herr Auer hat Ihnen ja auch schon einige Hintergrunddetails genannt, insbesondere, dass wir gerade in der Kundenwelt ein sehr großer Umstieg ja stattfindet oder stattfinden wird von der bisherigen SAP-Release-Landschaft auf S/4HANA. Und dabei ja insbesondere dann einige Funktionalitäten wegfallen im CML, wie halt eben die Objekt- und Sicherheitenverwaltung. Zurück auf unser Tool. Das besteht kurz gesagt aus drei Komponenten, die ich Ihnen dann im Anschluss in den nächsten Minuten vorstellen werde.
Am Anfang steht ein Menü zur schrittweisen Konfiguration des Tools. Das heißt, in dem Menü wird auf möglichst einfache und intuitiver Weise ein Mapping zwischen der bisherigen CML-Landschaft und der sogenannten neuen CMS-Welt zur Verfügung gestellt. Im Anschluss, und darin liegt ja der Hauptschwerpunkt unseres Migrationstools, gibt es dann die Anwendung zur Ausführung des Tools. In der Anwendung wird dann ebenfalls gemäß der Konfiguration ein schrittweiser Ablauf der Migration zur Verfügung gestellt. Und das werde ich Ihnen dann auch live auf unserem eigenen Testsystem dann zeigen. Abschließend werden dann auch Reporting-Funktionalitäten zur Verfügung gestellt. Das heißt, die insbesondere der Auswertung der Toolergebnisse als auch Aktivitäten dienen und Sie und uns als Anwender unterstützen sollen, insbesondere bei mehrfachen Tests als auch in der Nachbereitung der abschließenden Echtmigration. Ja, ganz kurz etwas zur zur Konfiguration des Migrationstools. Hier liegt halt eine grundsätzliche Gliederung der Konfigurationsschritte nach den wichtigsten technischen Entitäten im CMS vor, wie wir sie migrieren. Dabei sprechen wir insbesondere von CMS-Immobilienobjekten, das heißt den bisher auch im CML am Vertrag vorhandenen Belehrungsobjekten und Werten. Das können zum Beispiel Wohnungen sein, Häuser, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Garagen und so weiter. Als zweite Entität, wichtige Entität, die wir migrieren, sehen wir halt sonstige CMS-Objekte bzw. Vermögenswerte. Dabei sprechen wir beispielsweise von den Versicherungen, Bausparkonten oder auch, ja, hier in CMS werden noch angeboten Wertpapiere. Aber das, was Sie interessieren dürfte aus der Vergangenheit, sind insbesondere halt Versicherungen wie Kapital- und Risikoversicherungen, ja, objektbezogene Versicherungen, Feuerversicherungen und halt entsprechende Bausparkonten und so weiter. Diese sogenannten CMS-Objekte ist halt sozusagen das, was Sie auf dem CML-Reiter bisher auch als Sicherheiten wahrgenommen haben. Und als drittes wichtiger Punkt kommen dann die sogenannten CMS-Sicherheiten, Vereinbarungen, die wir ja auch schon erwähnt hat, die Verbindung darstellen zwischen den Objekten bzw. Immobilienobjekten hin zum CML-Vertrag. Ergänzend kann ich Ihnen mitteilen, dass auch halt Schritte zur kundenspezifischen Entwicklung unterstützt werden. Das hat halt insbesondere den Hintergrund, dass viele Kunden im Umfeld von CML mit Eigenentwicklung und Erweiterung arbeiten und beispielsweise eine kundenspezifische Lösung zur Beleihungswertermittlung nutzen. Da denke ich insbesondere, oder was heißt, weil ich weiß, dass heute auch Teilnehmer von Seiten der HDI dabei sind, halt auch an Sie als Kollegen, da ich weiß, dass da so eine Lösung im Einsatz war und ist. Und auch schöne Grüße schon mal von mir vorab an Sie nach langer Zeit. Und eben solche Lösungen, Zusatzlösungen, die halt auf dem CML aufbauen, sollen ja auch dann entsprechend implementiert werden, beziehungsweise berücksichtigt werden in der Übernahme von Daten halt in die entsprechenden CMS-Felder. Und da dadurch halt entsprechend eine Notwendigkeit besteht, dass diese bestimmten Selektions- und Mapping-Funktionalitäten auch angepasst werden, haben wir da auch entsprechende, ich sage es ja mal kurz, Exits halt vorgesehen, um auch in diese Standardmigration sozusagen einzugreifen und entsprechende Daten aus ihren eigenen Entwicklungen zu übernehmen. Kommen wir noch kurz mit einer Folie zur Anwendung an sich, bevor wir dann live ins System gehen. Ja, wie gesagt, im Anschluss an die Konfiguration erfolgt ja in der Regel auch die Ausführung der Anwendung zum Migrationstool und dabei werden natürlich auch wieder die Schritte unterschieden, die wir auch in der Konfiguration haben. Das heißt, wir migrieren in der Regel zunächst CMS-Immobilienobjekte, das heißt die vergleichbaren Objekte im CML, danach die sonstigen Objekte im CMS, das heißt vergleichbar die Sicherheiten im CML, wie halt die Versicherung oder auch Bausparkonten. Und im Anschluss dann die entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen, das heißt die Bindeglieder. Darüber hinaus gibt es aber auch noch folgende drei weitere Funktionsschritte, die wir optional halt
für unser Tool oder mit unserem Tool halt vorgesehen haben. Zum einen gibt es zunächst die Möglichkeit zur Prüfung der erfolgten Konfigurationsschritte. Hier erfolgt die Prüfung gegen die selektierten CML-Daten. Das heißt, es wird die Frage geklärt, kann ich all meine vorgesehenen Daten überhaupt von CML nach CMS mappen oder bestehen hier und da noch offene Konfigurationspunkte? Von daher ist das ein Schritt, der vor den drei genannten Hauptschritten der Anwendung gesehen wird. Und damit soll halt sichergestellt werden, dass man, bevor man einen Migrationslauf startet, auch nochmal wirklich eine programmunterstützte oder toolbasierte Unterstützung hat in der Prüfung. Ja, ist auch wirklich alles gemappt? Wurden alle Werte halt jetzt auch vorgesehen im Mapping oder habe ich bestimmte Sachen halt auch ausgeschlossen? Des Weiteren wird eine Funktionalität zur Anlage von sogenannten Dummy-Sicherheitenvereinbarungen bereitgestellt. Herr Auer hat es bereits erwähnt. Hier wird dann halt in dem Fall, wo beispielsweise noch kein Grundpfandrecht zu einem Objekt vorhanden ist, ein Grundpfandrecht mit Dummy-Werten, das heißt, was ich eine Größe von einem Euro meinetwegen im Pfandrecht im CMS angelegt, damit am Vertrag im CML halt dem sogenannten Geschäftswert dann im CMS eine Verbindung zum zuvor migrierten Immobilienobjekt geschaffen. Ohne diesen Schritt wird es halt ansonsten schwer, eine Nachvollziehbarkeit der Verbindung zwischen CMS Immobilienobjekt und CML-Vertrag herzustellen, da halt, wie bereits mehrmals schon gesagt oder erwähnt, halt eine Sicherheitsvereinbarung nun das Bindeglied halt darstellt, sowohl technisch als auch fachlich zwischen Vertrag und Vermögenswert. Als letzte optionale Möglichkeit gilt die Möglichkeit zum Löschen von Entitäten im CMS, beziehungsweise insbesondere migrierten Entitäten im CMS. Das heißt, das migriert steht halt hierbei mit Absicht in Klammern, da die Funktion auch für manuell angelegte CMS-Entitäten genutzt werden kann. Grundsätzlich haben wir dieses halt vorgesehen, damit die wiederum administrativen Tätigkeiten halt während einer Test- und einer QS-Phase, das heißt das System zum Beispiel zurücksetzen, eine Mandantenkopie einspielen, dass dieses halt möglichst gering bzw. komplett erspart wird und ein zügiges Voranschreiten der Migrationszyklen gewährleistet werden kann. Okay, damit wären wir auch zumindest mit der visuellen Darstellung jetzt hier der Folien meinerseits durch. Und wir würden jetzt nun mal in die CompileGurus eigene Entwicklungsumgebung wechseln, wo ich Ihnen das Migrationstool live präsentieren werde. So, ich habe hier auch einige Fenster offen. Kleinen Moment, das werden Sie jetzt gerade nicht sehen. Ich schiebe gleich die Anwendung in das System hinein. Genau, so, nun sollten Sie einen SAP-Bildschirm sehen. Oh, warte, läuft die Präsentation noch, Thorsten, Ist ganz kurz? sichtbar. Nee, den haben wir sehen. Ist alles noch Nein. sichtbar? Okay, danke für das Feedback. Genau. Ja, wie bereits erwähnt, wir haben halt ein entsprechendes Konfigurationsmenü, was wir halt nach den drei wichtigsten Entitäten gestaffelt haben. Dazu hier mal ein kleiner Überblick. Es gibt halt ein paar, ja, übergreifende Einstellungen. Die sind halt wirklich minimal, also so etwas wie relevante Buchungskreise, beziehungsweise auch Buchungskreise, beziehungsweise buchungskreisspezifische Informationen, wie ein sogenannter Bankkreis und andere Details, die sich halt, sag ich mal, jetzt nicht auf Vertragsebene unterscheiden. Viel wichtiger sind natürlich dann die Einstellungen zu den einzelnen Objekten, die dann im CMS angelegt werden. Wir haben halt einmal hier als größten Punkt halt mit das Mapping sozusagen von Immobilienobjekten halt von CML nach CMS. Das ist halt immer ausgerichtet hin auf die CMS-Felder, also sprich Immobilienobjektarten, Ausstattungsarten, Makroanlagen und so weiter, sind alles Begriffe aus dem Umfeld von CMS. Und diese Punkte werden dann sozusagen von oben nach unten durchgegangen und es wird halt geschaut, muss halt hier etwas gemappt werden oder nicht. Beispielhaft hätte ich halt Ihnen jetzt gerade mal gezeigt, dass die Zuordnung von Immobilienobjektarten, das ist halt relativ einfach gehalten hier an dieser Stelle, da viel Logik natürlich im Hintergrund stattfindet.
Und hier ist halt dann zum Beispiel gesehen, dass wir halt eine Zuordnung haben von CML-Objektarten hin zu CMS-Objektarten. Man sieht auch schon deutlich, dass sich die Feldlängen unterscheiden und dass auch durchaus nicht alle Zuordnung stattfinden. Nur weil wir es jetzt hier nicht zugeordnet haben, heißt das natürlich nicht, dass wir das nicht migrieren. Es kann ja auch durchaus sein, dass vom Standard her natürlich einiges vorgesehen ist im CML-System, aber längst nicht alles genutzt wird bei uns im System oder halt auch bei Ihnen als Kunden oder Anwender. Ja, das ist im Prinzip so etwas Mapping-Logik. Hier sieht man halt auch schon, dass teilweise 1:1 Mappings stattfinden. Und hier und da gibt es natürlich auch andere Begrifflichkeiten für die einzelnen Objektarten. Das ist halt hier jetzt relativ klein gehalten, weil wir hier auf unserem Testsystem sind und das kann natürlich je nach Ausprägung in der Kundenlandschaft natürlich auch noch deutlich anders aussehen und sich dann mehr an dem orientieren, was Sie dann auch bei sich im System in der Regel vorfinden. Ja, dazu möchte ich gar nicht zu sehr hier ins Detail einsteigen, dass, wie gesagt, nur ganz kurz, dass es sozusagen auch unterschieden wird nach den entsprechenden Entitäten, wie wir sie dann auch migrieren und da entsprechende Mappings dann auch vorzufinden sind und vorzunehmen, also vorgenommen werden können. So, nun würde ich wechseln auf die Anwendung, unserem sogenannten Migrationstool. So, Sie sehen halt hier, wir haben einen, ja, ich würde jetzt mal sagen, mittelmäßig ausgeprägten prägtes Selektionsbild. Und deutlich zu erkennen sind halt hier die unterschiedlichen Schritte. Diese stellen dann auch die von mir erwähnte Reihenfolge dar. Das heißt, wir beginnen in der Regel mit der Prüfung der Konfiguration, wandern dann weiter über die Migration der CML-Objekte, Sicherheiten und Sicherheitenvereinbarungen, haben dann optional die Möglichkeit zur Anlage von Dummy-Grundpfandrechten und sehen auch optional vor das Löschen von gegebenenfalls CMS-Daten. Zur Konfigurationsprüfung. Diese gestaltet sich halt so, dass wir halt sagen, okay, wir geben halt hier unten die Verträge vor, an denen die Objekte und Sicherheiten hängen. Das kann ja unterschiedlich ausgeprägt sein. Man kann das auch mit einem Status versehen, dass man zum Beispiel Angebotsverträge halt da hinauslässt und dass dann auch nur Verträge im Statusvertrag halt zum Beispiel genutzt werden und kann die dann entsprechend hier vorselektieren und dann werden halt die Daten, die selektiert werden, genutzt, um zu prüfen, kann ich denn überhaupt ein Mapping durchführen? Das heißt, das von uns eben gesehene Konfigurationsmenü wird dann sozusagen durchlaufen und es wird halt geschaut, kann ich den Werten, kann ich zum Beispiel der Objektart aus dem CML-Objekt, was ich da selektiert habe, kann ich da entsprechend eine CMS-Objektart zuordnen? Ja, gemäß unserer Aufteilung kann ich das auch etwas, ja, mehr oder weniger prüfen. Ich würde jetzt mal hier einfach alles markieren, mache einen Testlauf, wobei hier das die einzige Option ist, wo es jetzt keine Unterscheidung gibt zwischen Testlauf und Echtlauf, weil wir ändern ja hier keine Daten, sondern führen lediglich eine Prüfung aus. So, ich würde das Ganze mal starten. Und Sie sehen halt, es kommt halt hier ein ALV-Bildschirm halt hoch, der im Prinzip jeden Prüfpunkt, das heißt, jedes Mapping halt dann durchgeht. Entschuldigung. Und da entsprechend eine Prüfung durchführt. Es werden auch Berechtigungsprüfungen durchgeführt. Das hat den Hintergrund, dass wir auch ein Berechtigungsobjekt ja, ausliefern, welches im Prinzip ja auch die Aktivitäten simulieren und echtes Durchführen halt unterscheidet, damit jetzt, sage ich mal, nicht Unbefugte migrieren können. Und ja, ansonsten sieht man halt, es erfolgt sozusagen immer die Darstellung eines Prüfpunktes und dann kommt halt, sieht man ja auch die Immobilienobjektarten, die werden dann halt geprüft und wenn das erfolgreich ist, dann ist das entsprechend grün markiert. Hier unten ist auch zu sehen, wir haben zum Beispiel eine Rechtsart, die nicht gemappt werden kann. Also eine Rechtsart ist jetzt in der Migration ja auch gleichbedeutend mit einer Versicherungsart. Und hier ist es zum Beispiel so, dass jetzt gesagt wird, okay,
Ich habe eine Sicherheit in Art 8000. Das sind bei uns, glaube ich, die Feuerversicherung. Und die kann ich jetzt aktuell nicht zuordnen, weil ich habe das Mapping entsprechend nicht aufgelöst. Wir haben jetzt auch im Testfall keine Feuerversicherung vorgesehen. Von daher ist das okay. Aber das ist auch nur mal für Sie, um mal zu veranschaulichen, wie sich dann so eine Nachricht dann hier darstellt. Und man würde dann im Prinzip die roten Meldungen dann durchgehen und dann das Mapping entsprechend nachziehen oder auch korrigieren. Also es ist im Mapping auch teilweise vorgesehen, dass bestimmte, ich sage jetzt mal, Rechtsarten oder auch wenn es um die Migration von Partnerrollen geht, ausgeschlossen werden können, also exkludiert werden können, weil man zum Beispiel sagt, wir möchten das gar nicht übernehmen. Und dann braucht es natürlich auch nicht als Fehler auftauchen im Mapping und man kann das entsprechend exkludieren. Ja, das kurz zum Konfigurationsreport, relativ einfach gestrickt und im Prinzip ja, zur Darstellung der Ergebnisse der Prüfung unserer Konfiguration. Habe ich das nun erfolgreich geprüft? So kann ich entsprechend eine Migration durchführen. Dazu möchte ich Ihnen kurz die zwei Beispielverträge zeigen, wo ich jetzt etwas übernehmen werde. Wir haben halt einmal hier einen Vertrag, einfachen Vertrag aus unserem Testsystem mit einer fiktiven Person. Und hier haben wir zum Beispiel ein Objekt, welches wir übernehmen wollen. Und wir haben hier unten auch ein Grundpfandrecht hängen von 500.000 Euro. Das ist ja ein ziemlich einfach gehaltener Beispielfall. Ein anderer Vertrag, der hat wiederum zahlreiche Sicherheiten im CML. Das heißt, wir haben jetzt hier, ist natürlich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so ein üblicher Fall halt. Wir haben natürlich für unsere Tests alle möglichen Sicherheiten, Mappings geprüft. Und hier ist halt zu sehen, dass wir halt hier einen recht mächtigen Partner haben, der auch fiktiv ist, der halt zum Beispiel Kapital, Risiko, Lebensversicherung hat, Bausparvertrag, Sparbuch und halt auch eine Bürgschaft. Also ja, dieser Fall hier ist auf jeden Fall sehr fleißig im Geschäft. Nun gut, die Objekte würden wir hier in dem Fall auslassen von der Migration. Das wäre jetzt erstmal nicht notwendig, zumal hier andere Kollegen auch noch ein bisschen im Moment was testen und wir haben das im Moment gestoppt. Das würde jetzt nicht funktionieren. Deswegen, wir haben halt einen Vertrag, wo wir Ihnen die Übernahme der Sicherheiten zeigen und den anderen Vertrag, wo wir Ihnen dann die Übernahme des Objekts gleich zeigen werden. So, dann wieder zurück in unsere Anwendung. Ich habe mir hier entsprechend eine Variante vorangelegt. Das heißt, wir ging jetzt quasi in die erste Option der Migration der CML-Objekte. Haben hier unseren entsprechenden Vertrag halt drin, einen Buchungskreis. Man sieht ja auch, hier ist der Mandant drin. Ich befinde mich jetzt aktuell im gleichen Mandant. Ich könnte jetzt aber auch einen anderen Quellmandanten auswählen. Das ist das, was Herr Au auch kurz erwähnt hat. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf dem 100er Mandanten CML-Daten haben und auf dem 300er Mandanten das CMS testen, weil es dort aktiviert ist, dann können wir uns auch die Daten aus einem anderen Quellmandanten des Systems auch Entschuldigung, hinausziehen. Darüber hinaus setze ich halt hier noch das Häkchen zur Ermittlung der Beleihungswerte. Das heißt, da werden auch ja, bestimmte Grundwerte dann noch vom Objekt halt mit übermittelt. Und ich starte das Ganze mal kurz im Testlauf. So, dann erhalte ich halt ein entsprechendes Protokoll, welches dann auch, sage ich mal, im Echtlauf dann mit abgelegt wird und was dann insbesondere dann für das Reporting dann auch genutzt werden kann, weil wir dann auch eine Zuordnung ablegen zwischen der alten Objektnummer und der neuen Objektnummer, die jetzt hier im Testlauf noch nicht gefüllt ist, im CMS. Das hat dann sowohl, ja, Auswertungs- und Reportinggründe, wie ich es erwähnte, zur Nachvollziehbarkeit der Migration. Aber es kann natürlich auch für andere Anwendungen noch weiter genutzt werden.
Da ist ja, sag ich mal, wenn wir jetzt halt von Drittanwendungen sprechen, wie halt eine Beleihungswertermittlung, wo auch Formulare und Korrespondenzen ja weiter funktionieren müssen, dass dann da auch, sag ich mal, eine Erweiterung dann stattfinden kann für die Verträge, die schon dort Daten abgelegt haben und wo es halt auch schon Objektdaten halt entsprechend gibt in eigenen Tabellen. Ja. Aus der Erfahrung heraus ist es bei den Kunden, wo wir bis jetzt im Einsatz sind, so, dass dann zum Beispiel diese kundeneigenen Daten halt um ein Feld erweitert wurden mit der CMS-ID und dass dann im Nachgang der Migration sozusagen ein Lauf über unsere Protokolltabellen läuft, um entsprechend dann der Objektnummer in den kundeneigenen Tabellen auch die neue Objektnummer zuzuordnen, damit dann halt die Korrespondenzen zukünftig mit einer CMS-Objektnummer auch auf die Daten zugreifen können. Okay, zurück zum Protokoll hier und zu unserer Darstellung. Man sieht halt dann, ich habe halt grün eingefärbt die CMS-Daten, die sind jetzt noch nicht gefüllt, weil wir einen Testlauf durchgeführt haben. Und wir haben in rot dargestellt die Daten aus dem CML. Das heißt, wir haben unsere Objektnummer, wir haben den Buchungskreis, wir haben den Vertrag und wir haben eben auch wegen dem Punkt, den Herr Au erwähnt hat, die Darstellung des Grundbuchs. Wenn es dann zum Beispiel Duplikate gibt in der Migration, also egal, ob ich jetzt zwei oder sage ich mal jetzt, ich glaube, 15.000 Objekte in der normalen Migration beispielsweise migriere, es wird auf jeden Fall immer geprüft, gibt es Dubletten und entsprechende Dubletten werden dann hier mit einer Meldung angezeigt und dadurch gibt es halt natürlich auch oder würde auch die Anzeige der Grundbuchnummer halt notwendig, damit dann sozusagen der Anwender auch schauen kann, welches Grundbuch oder welche Grundbuchdaten muss ich denn insbesondere anpassen. Da ja, sag ich mal, Grundbuchdaten, die setzen sich ja aus Band, Nummer und Blatt zusammen und weiteren Informationen. Und schon eine kleine, sag ich mal, ein kleines Duplikat, zum Beispiel gleiche Blattnummer, kann dann schon teilweise dazu führen, dass es dann wirklich eine Uneindeutigkeit gibt im CMS. Ja, ansonsten folgt halt der normale Meldungstext mit einer entsprechenden Ikone, auch hier wieder grün dargestellt für Erfolgsmeldung. Ja, es gibt Infomeldung, Fehlermeldung dann in der Regel gelb und oder halt auch rot. Und wir haben halt auch entsprechende Langtextinformationen dahinter liegen, sofern es halt auch Langtexte gibt. Hier bei diesen Meldungen ist das jetzt zum Beispiel nicht unbedingt der Fall. Da kommt dann der SAP-Standard hoch und sagt dann, das erklärt sich dann ausreichend. Ja. Ansonsten, was sehen wir hier an Meldungen zum Beispiel? Wir sehen halt, dass wir hier ein CML-Objekt hatten, 1 und hinten die 30, das Einfamilienhaus aus unserem Vertrag. Da kann ich jetzt auch kurz zurückswitchen. Sehen wir hier, das ist die gleiche Nummer aus unserem Vertrag. Der Vertrag ist vorne die 1 und hinten die 150. Und all das ist halt hier zu erkennen. Und hier kommt quasi eine kurze Meldung, das wurde verarbeitet. Hier ist der Mapping-Schritt halt auch drin, dass wir ein Mapping durchführen auf die Immobilienobjektart laut unserer Konfiguration. Und was halt hier auch noch mit drin ist, interessanterweise ist, dass eine objektbezogene Versicherung mit dabei ist. Die wird dann auch direkt bei der Anlage des Objekts migriert. Und diese Information ist halt hier auch mit enthalten. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bauhaftpflicht, die dann zu dem Einfamilienhaus abgeschlossen wurde. Und die wird dann auch im CMS direkt am Objekt hinterlegt und wird nicht als eigene Sicherheit dort abgebildet. Okay, ansonsten gibt es natürlich entsprechende Erfolgs- und halt Fehlermeldungen. Darüber hinaus haben wir oben noch ein Gesamtprotokoll. Das ist dann wichtig für alle übergreifenden Informationen, wo halt dann auch drin steht, wie viele Objekte wir angelegt haben. Und wie wir zum Beispiel auch paketieren, das haben wir auch hinterlegt, damit dann nicht gleichzeitig, ich sag mal, 10.000 irgendwie Objekte hinterlegt werden, sondern in der Regel wird das dann ein bisschen in Pakete gepackt, um halt die Last, die gleichzeitig auf dem Prozess im SAP steht, möglichst klein zu halten und performant zu halten. Okay. Ich habe auch schon gesehen, es gab eine Frage zu einem
zur Laufzeit, die werden wir dann gleich im Anschluss, werden wir gleich dann damit auf Sie zukommen. So, dann führen wir das Ganze im Echtlauf aus und sehen dann halt hier, es gibt ein bisschen mehr Meldungen, die sind auch grün, was mir natürlich auch gerade gefällt. Hier sehen wir jetzt halt, wir haben halt deutlich mehr Informationen, weil wir natürlich jetzt auch einen kompletten Durchlauf gemacht haben der Anwendung. Das heißt, wir haben auch wirklich ein Objekt angelegt und sehen jetzt halt auch hier, wie zum Beispiel unsere Objekt-ID lautet im CMS und haben die anderen Felder gefüllt. Und zur rein, sagen wir mal, technischen Information ist halt hier noch ein Schlüssel hinterlegt. Das heißt, das hat halt für die Kollegen, die halt auch wirklich in der Tiefe mehr arbeiten, die Bewandtnis, dass halt im CMS viel mehr mit sogenannten GUIDs gearbeitet wird. Also, sag ich mal, generierte Schlüssel, die nicht unbedingt auf Anhieb die ID widerspiegeln. Okay, die Meldung ist soweit. Ja, die Meldungen sind grün, wie gesagt. Das heißt, wir können uns das Objekt auch mal anschauen. Gehen dazu in die sogenannte CMS Workbench oder Sicherheitenverwaltung. Das ist die CMSWB. Sieht so ähnlich aus wie die Geschäftspartneroberfläche. Wir haben hier links ein Auswahlmenü unserer Sicherheiten. Hier ist natürlich deutlich mehr drin, wie das jetzt, was ein Versicherungsunternehmen unter Umständen nutzt. Aber ich kann jetzt halt hier unter den Immobilien mir die Objekt-ID eintragen und sehe halt jetzt hier mein Einfamilienhaus, was ich gerade migriert habe. Das heißt, ja, im Prinzip mit dem Bewohner oder Eigentümer aus der Lindenallee 44 in Schenefeld. Wenn ich hier weitergehe auf den Reiter Versicherung zum Beispiel, dann sehe ich zum Beispiel auch die Haftpflichtversicherung, wo mir das System gesagt hat, okay, die wird jetzt halt mit übernommen und diese ist dann entsprechend auch hier mit herangetragen. Gut, jetzt haben wir das Objekt. Kommen wir nun zur Übernahme der anderen Sicherheiten. Nämlich der Versicherung. Ich habe dazu auch eine eigene Variante angelegt, dann eben dann halt für den anderen Vertrag. Das ist jetzt der mit der 101 hinten und dieser hat jetzt zum Beispiel Lebensversicherung, Bausparverträge und sonstige Guthaben. Man sieht auch durch die Häkchen kann man entsprechend unterscheiden, was man jetzt gerade testen möchte oder ob man jetzt wirklich alle Darlehenssicherheiten eingrenzt und die anhakt. Ich habe jetzt mal die sonstigen Versicherungen rausgelassen. Das hat den Hintergrund, wir haben ja als sonstige Versicherung, das sind halt diese, sage ich mal, Bauhaftpflichtversicherungen oder Feuerversicherungen, die jetzt objektbezogen sind. Und da wir die ja gerade schon migriert haben, muss die hier an der Stelle nicht mehr mit migriert werden. So, okay, das heißt, wir machen jetzt hier erneut einen Testlauf, starten das Ganze an und sehen halt ein ähnliches Bild oder ein ziemlich gleiches Bild wie bei den Objekten auch im Testlauf. Wir haben wieder eine vorne unsere Sicherheitsnummern stehen. Das sind halt die internen Nummern, die man auch aus der CML-Darstellung auf dem Reiter Sicherheiten kennt, wenn man sich die Details anguckt. Und habe hier auch wieder meinen Vertrag und meinen Buchungskreis. Und hier im grünen Bereich ist jetzt noch nichts, weil wir sind ja im Testlauf. Und unter den Meldungen kann ich aber sehen, welche Versicherungen bearbeitet wurden. Das heißt, ich habe die Übernahme der Kapitallebensversicherung, ich habe die Übernahme der Risikolebensversicherung, hätte die Übernahme des Bausparvertrages und des Sparbuchs. Sie vermissen jetzt wahrscheinlich die Bürgschaft. Die Bürgschaft bekommt jetzt an sich im CMS keine eigene Sicherheit, sondern nur eine sogenannte Sicherheitenvereinbarung. Also es wird dann nur eine Sicherheitenvereinbarung dann angelegt. Und daher taucht die jetzt hier an dieser Stelle nicht auf. Gut. Da wir jetzt hier auch schön mit grünen Nachrichten versorgt sind, würde ich sagen, wir gehen direkt in den Echtlauf hinein. Führen das Ganze aus. Sehen halt, es gibt wieder ein paar mehr Meldungen, aber es ist alles grün. Hinzu kommen jetzt natürlich die Erfolgsmeldungen. Ich kann das ja hier mal ein bisschen clustern. Im Prinzip sieht man halt, wir haben unsere vier Sicherheiten, das heißt unsere vier Versicherungen.
die entsprechend jetzt übertragen wurden. Ich habe jetzt hier sogenannte Rechts-IDs angelegt. Das sind dann die sozusagen die neuen Kennungen der Versicherung im CMS. Und da entsprechend dann auch, wo neue Nummern vergeben. Das heißt, ich habe hier die 162 hinten, 163, 122 und 123. Auch hier ist es so, diese Daten werden dann protokolliert, also zumindest die Zuordnung, damit auch hier wiederum eine Nachvollziehbarkeit da ist von der Migration, als auch dann für Formulare wiederum das Mapping erfolgreich gestaltet werden kann für die CMS-Zukunft. So, schauen wir uns mal eine Versicherung kurz an. Dazu gehe ich auch wieder in die CMS-WB, die habe ich ja noch geöffnet. Ich würde jetzt halt hier auf die Versicherungen wechseln. Die haben wir, das ist hier mal ein bisschen tricky, da in der Mitte. Habe hier die sogenannte ID. Ich kann ja mal mit Sternchen suchen, da müssten ja zwei kommen. So, genau. Wir haben jetzt zwei Lebensversicherungen angelegt. Und haben halt hier entsprechend dann die Werte übertragen. Also hier haben wir jetzt 111.000 und hier haben wir 101.000. Und wenn wir jetzt auf unseren Vertrag dann zurückgehen, dann sollten sich dann dort auch die Werte finden. Genau hier oben. Kapitalleben und Risikoleben. Und dann übertragen. Bausparvertrag, die sehen wir natürlich auch. Die haben jetzt halt nur eine andere Nummer. Deswegen sind die jetzt hier nicht durch die Suche dann entsprechend sichtbar. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt unsere Objekte angelegt. Wir haben unser Objekt angelegt. Und jetzt ist ja die Frage, was sehen wir jetzt am CML-Vertrag? Dazu gehe ich mal auf den Vertrag und sehe jetzt halt hier, okay, ich habe jetzt aktuell ja noch den Reiter Objekte und Sicherheiten. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht den CMS-Reiter sehen. Deswegen werde ich den jetzt gerade mal hier bei uns im System wieder aktivieren. Das Ganze geschieht übers Customizing in der Pro-Transaktion unter in der Darlehensverwaltung unter allgemeinen Installationsparameter wird halt hier eine Umstellung wahrgenommen, dann für den CMS-Mandanten auf CMS aktiv. Das machen wir bei uns natürlich regelmäßig von links nach rechts und rechts nach links. Das wird jetzt natürlich bei Ihnen oder als potenziellen Anwender dann natürlich nicht stattfinden, sondern man würde ja einen Mandanten sozusagen zum CMS-Mandanten machen und würde das dann einmalig umstellen. Beziehungsweise man würde dann immer die Konfiguration dann durchführen und das testen und dann meinetwegen zurückstellen. Und wenn man dann produktiv geht, würde man das dann final natürlich wieder auf CMS aktiv stellen. So, ich habe es jetzt mal gespeichert. Gehe da mal raus. Und jetzt gehe ich mal hier aus unserem Vertrag hinaus, gehe wieder hinein und sehe halt hier, jetzt habe ich den Reiter CMS-Sicherheiten. Das ist ja einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der CML-Welt und der CMS-Welt, dass im Prinzip die beiden Reiter Objekte und Sicherheiten verschwinden und ich bekomme nur noch einen Reiter CMS-Sicherheiten. So, schaue ich nun da drauf, dann kann ich halt sehen, okay, ich habe jetzt hier den sogenannten Geschäftswert. Das ist die Zusammensetzung aus Buchungskreis, Vertragsnummer und Produkttyp. Und hier runter hängen noch die Geschäftspartner drunter, die jetzt damit am Objekt zum Beispiel gehangen haben, also zum Beispiel der Kreditnehmer. Aber was wir halt jetzt feststellen, okay, das Objekt selber sehen wir jetzt aber aktuell hier nicht. Das liegt halt jetzt insbesondere daran, weil wir halt eben die Sicherheitsvereinbarung noch nicht migriert haben. Das heißt, das Grundpfandrecht ist noch nicht angelegt worden. Und das Gleiche gilt dann auch für den anderen Vertrag. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinausgehe und gehe wieder hinein, habe ich jetzt hier auch den Reiter. Und hier sehe ich jetzt halt ebenso nur den Geschäftswert als auch die Geschäftspartner, die jetzt aus den Objekten übernommen wurden, aber ich sehe halt jetzt noch keine Zuordnung zu einer Versicherung oder einem Bausparkonto, Bürgschaft und so weiter. Daher führe ich jetzt halt im Tool den letzten Schritt aus, und zwar die Migration der Sicherungs- oder Sicherheitenvereinbarungen.
Ich habe auch dafür eine Variante angelegt für unseren Testfall. Das heißt, wir sind jetzt hier in der dritten Option, haben jetzt hier beide Verträge drin stehen. Habe jetzt hier die Möglichkeit, mehrere Arten von Sicherheitenvereinbarungen anzukreuzen. Ich habe jetzt wirklich alles ausgewählt. Das heißt, wir haben Grundpfandrechte, die Abtretung von Lebensversicherungen, die Abtretung von Bausparkonten, gepfändete Sparkonten meinetwegen noch und halt auch die Bürgschaften. Des Weiteren haben wir auch noch sogenannte Sondervereinbarungen, die technisch im CML in der VD-Sonzi-Tabelle liegen. Die werden hier auch noch oder können auch optional noch übernommen werden. Das lasse ich auch mal angehakt und führe das Ganze jetzt mal im Testlauf aus. So, jetzt sieht man natürlich, okay, wir haben jetzt deutlich mehr Informationen. Wir haben jetzt hier auch mal rote Meldungen. Das ist für Sie auch durchaus mal interessant, wie das dann aussieht. Die Meldung kommt dann halt dadurch, dass wir ja die Objekte nicht migriert haben zu dem zweiten Vertrag. Und er möchte jetzt ja gerne das Grundpfandrecht übernehmen und sagt dann aber, ich kann das Grundpfandrecht ja nicht übernehmen, weil ich ja eben das Objekt, wo das Grundpfandrecht angebunden werden soll, ja gar nicht übernommen habe. Deswegen gibt es halt hier die rote Meldung. Das ist jetzt für die weitere Migration hier im Test kein Problem, weil das Grundpfandrecht ist ja eine eigene Sicherheit und wenn die nicht migriert wird, hat das nicht zur Folge, dass unbedingt die anderen die anderen Sicherheiten nicht übernommen werden. Deswegen beachten wir das halt nur kurz und lassen es ansonsten außen vor. Ansonsten, was sehen wir halt noch? Wir haben wieder eine Darstellung zwischen unserer Sicherheitennummer und unserem Vertrag. Auch das wird wieder dann zusammen im System im Erfolgsfall so abgelegt für die spätere Zuordnung. Und ich kann halt hier in den Nachrichten noch sehen, dass ich auch Warnungen habe. Wir haben ja eine Warnung, die sehr regelmäßig kommt, die uns zum Beispiel sagt, dass wir bei der Vereinbarung, also hier beim Grundpfandrecht, ein gültig Abdatum hinterlegen müssen, was entweder gleich ist oder später ist als das aktuelle Datum. Ja. Hier müsste auch sogar der Langtext dann funktionieren, genau. Und da kann man sich dann auch nochmal die genaue Diagnose holen. Das ist lediglich eine Warnung, die dann meines Wissens sogar bei der echten Migration unterdrückt wird. Interessant ist es auf jeden Fall, wenn Sie halt zum Beispiel ein Grundpfandrecht haben oder eine Abtretung, die jetzt halt erst in der Zukunft beginnt, eine Versicherung, und Sie würden die Vereinbarung anlegen, dann sieht man die halt noch nicht am CML-Vertrag, weil sie beginnt ja erst in der Zukunft. Also erst ab dem Tag, wo dann ein Grundpfandrecht gültig ist, ist es dann auch entsprechend sichtbar. Gut, okay, reichlich Information, aber für unseren Test funktioniert es, darum geht es ja. Das heißt, ich gehe jetzt wieder raus. Du musst ein bisschen Zeitmanagement betreiben. Ah, okay, danke für die Info. Ja, ich bin auch gleich dann fertig. Genau, zurück. Wir gehen jetzt auf den Echtlauf und sehen halt hier, wie erwartet, wir haben zwei Fehler noch drin. Das ist halt das, wo wir sozusagen kein Objekt angelegt hatten. Dementsprechend haben die auch keine CML-Daten hier bekommen und würden dann rausfallen. Ansonsten haben wir halt jetzt hier eine Abtretung angelegt für eine Lebensversicherung. Und wir haben insbesondere hier auch ganz unten bei unserem Vertrag, wo wir ein Objekt angelegt hatten, ein Grundpfandrecht angelegt. Und zwar das Grundpfandrecht mit der Nummer, was haben wir hier? Die Nummer 101. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zurück auf unseren Vertrag, gehen dort wieder raus und gehen nochmal hinein und sehen jetzt halt hier wesentlich mehr Informationen und zwar nicht nur die Geschäftspartner, sondern wir haben jetzt auch die sogenannten Lasten und hier sehen wir unsere Briefgrundschuld. Das heißt, das Verbindeglied zwischen dem Vertrag und dem Objekt. Und dementsprechend ist es auch hier dargestellt. Das heißt, ich sehe hier unsere Briefgrundschuld und unten drunter entsprechend dann das Einfamilienhaus und die entsprechende Verbindung dahin. Durch den Doppelklick kann ich auch auf das Grundpfandrecht zugreifen. Ja, genau.
Und sehe jetzt halt auch hier die 500.000, die wir auch vorhin auch in der CML-Welt am Grundpfandrecht gesehen haben. Das heißt, da tauchen die entsprechenden Werte wieder auf. Weitere Informationen würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Ich bin aufgrund der Zeit, sondern es ist ja, wie gesagt, noch ein Webinar vorgesehen für die CMS-Implementierung an sich. Genau. Okay, das heißt, wir haben ja die Migration abgeschlossen für den Fall. Grundpfandrecht, Objekt sind vorhanden. Und das Gleiche schauen wir uns dann noch bei dem anderen Vertrag an. 101 war das gewesen. So. Hier sehen wir jetzt auch, wir haben jetzt die sogenannten Lasten dann hinterlegt und hier sehen wir jetzt die unterschiedlichen Abtretungen und haben jetzt halt hier 5 Abtretungen angelegt, eine Verpfändung und eine Bürgschaft. Und diese finden sich auch in unserem Protokoll wieder. Das heißt, wir haben hier oben 1, 2, 3, 4, 5 Vereinbarungen angelegt in Bezug auf den Vertrag und seine Abtretungen und Bürgschaften. Damit ist die ist dann auch hier die Migration abgeschlossen. Und wenn man das hier aufklappt als letzter Schritt, sehen wir halt auch, die entsprechenden Lebensversicherungen sind dann da wieder hinterlegt. Das heißt, die Verbindung durch die Sicherheitsvereinbarung vom Vertrag hin zur Versicherung sind damit geschaffen und der Migrationsschritt für diese Konstellation ist damit abgeschlossen. Okay, damit würde ich jetzt an der Stelle mich erstmal verabschieden und würde wieder zurückgeben an meinen Kollegen Thorsten Au. Und wir kommen, glaube ich, jetzt auch gleich zu den Fragestellen. Also auf jeden Fall erstmal vielen Dank für Ihr Interesse von meiner Seite. Und ich denke mal, Herr Au wird das auch entsprechend fortführen. Ja, danke, Thomas. War ja doch sehr ausführlich, macht ja gleich unsere Beratungsdienstleistung obsolet. Schön, dass alle noch so weit durchgehalten haben, auch wenn wir knapp an Zeit mittlerweile sind. Ja, einige haben die Gunst der Stunde genutzt und haben Fragen gestellt. Eine hatte Thomas gerade eben schon kurz angerissen. Eine Frage lautet oder geht darauf ein, was dann an Laufzeiten einzuplanen ist. Wir können alle Schritte für einen Bestand von ca. 15.000 Objekte oder auch Versicherungen innerhalb einer Stunde verarbeiten. Also da könnten wir ein bisschen hochrechnen, wenn Sie Ihren Bestand kennen, was an Laufzeiten schlussendlich, also an rein technischen Laufzeiten schlussendlich anfallen wird. Dazu kommt natürlich eben die Vorbereitung bzw. die Prüfung der Protokolle und prüfen, ob die Anzahl der Einträge, die wir im CML hatten und die ins CMS überführt wurden, dann dementsprechend das erwartet wurde. Also die Prüfungsschritte kommen eben noch on top, aber man schafft es auf jeden Fall gut an einem Samstag auch größere Bestände in CMS zu migrieren. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, welche Prozessschritte sind vor- bzw. nachbereitend erforderlich? Ja, wir hatten es in Teilen schon erwähnt. Also zum einen, CMS ist erst einmal sehr erschlagend. Das heißt, der Anwender ist entsprechend abzuholen und je nachdem, wie bei sich das Projekt plant, ob sie schnell im Prinzip von CML auf CMS wechseln wollen oder ob sie sich Zeit lassen und dementsprechend mehr CMS einsteigen wollen, welche Möglichkeiten dort existieren und welche Felder eventuell überflüssig sind. Da hängt es davon ab, wie man schlussendlich im CMS verfährt. Unsere Empfehlung ist eigentlich, nutzen Sie das CMS erst einmal so, wie es ist. Sammeln Sie Erfahrung und dann im zweiten Schritt
nochmal drangehen und die Felder ausblenden, die einfach nicht notwendig sind, beziehungsweise sich natürlich schon im Vorfeld Gedanken machen, welche Felder eventuell keinen Abnahmeplatz im CMS gefunden haben und sich dann eben Gedanken machen. Möchte ich ein Feld zweckentfremden oder mache ich doch BDT-Customizing und ergänze, dass das fehlende Feld. Ansonsten eben Datenbereinigung, das ist ganz wichtig. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, die Eindeutigkeit muss gewährleistet sein. Da muss auf jeden Fall Vorwege zwangsläufig Zeit drauf verwendet werden. Dann teilweise die Felder einkürzen. Auch das ist mit Aufwand verbunden. Je nach Größe Ihres Bestandes passiert das dann entweder manuell oder eben Report gestützt. Auch dort können wir natürlich unterstützen bei der Umsetzung. Das sind auf jeden Fall Dinge, die im Vorfeld passieren müssen. Und ja, dann eben ganz wichtig, die ersten Tage nach der Produktivsetzung, je nachdem, wie der Fachbereich im Projekt mit involviert war, einfach unterstützende Tätigkeiten in den ersten Tagen nach Produktivumsetzung, weil ganz einfach CMS doch etwas anders tickt als die alte CML-Welt. Ja, ich schau mal. Nein, weitere Fragen haben uns bislang nicht erreicht. Dann bleibt nichts anderes im Moment, als mich zu bedanken für Ihr Interesse und für Ihr Durchhalten. Und würde mich freuen, wenn wir Sie in einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen dürfen. Machen Sie es gut und einen schönen Nachmittag. Auch von meiner Seite vielen Dank.